So, hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Conquer the World. Ja, wir haben das letzte Mal Nizza erobert. Das habe ich übrigens in der letzten Folge falsch geschrieben, scheinbar. Aber es macht nichts. Und wieso ist der Ding noch hier? Meine Feinde leben Der und heißt lachen. Kardinal. Merkt euch das. Die sind aber ganz, ganz christlich. Wenn die schon Kardinal heißen. Schließt mir eine Lehre. So, ja, ich habe ein paar Taktiken ausgedacht. Und zwar, wir werden, wenn es überhaupt geht, Soll ich ein jemanden bisschen aufsuchen? mit denen Ihr habt einen handeln. Vorschlag für mein Dazu Volk? gehen wir hier in den, also, ja, in den Bildschirm hier, Diplomatie-Bildschirm und Angebot, einmalige Zahlung und geben hier 1000 ein. Eure Forderungen. Seite angreifen. Machen wir nämlich dort oben auf Preußen. Komm bitte. Wie könnt ihr so etwas Was? vorschlagen? Niemals. Wenn die Dieses Beziehung Projekt schwach ist mehr sind, als fruchtlos. Ja, mein dann werden Herr. wir das nächste Mal nochmal probieren, ohne angreifen. Einfach mal ein bisschen die Dinge hochschrauben. So, ein Ja, mein byzantischer Herr. Priester sollte hier hin. Ja, Herr. Ich bin Dann werden wir Gottes hier nochmals Diener. einen Priester machen. So, und ja, die zweite Taktik ist, wir werden hier uns oben, hier oben ein bisschen stärker Wem konzentrieren. stehe ich gegenüber? Nennt mir den Feind, Herr. Der muss ja hier runtergehen. Mache morgen Ja, weiter. der geht, kann nicht dort Schlage das Lager entlang, auf, Herr. weil die zwei Mache hier da morgen am weiter. Weg sind. Ja, Herr. Und hier können wir eins Wir runter und dann marschieren. angreifen. Werden So. Sie ehrenhaft bekämpfen. Ja, mein Die Herr. Flotte geht ja hier belagern, genau. Und haben wir nicht noch eine zweite Flotte? Ah, das Schiff ist ja dort, ja, genau. Haben wir den hier da bewegt? Ja. Edler Herr, Von der Ming-Dynastie mein ein Herr, hier wäre ein Diplomat, Tritt den nach werden Rache. wir natürlich anreden. Und ja, wir sollten eben im Schwierigkeitsgrad schwer schon ein paar Bündnisse machen durch Euer Geld. Befehl? Aber ich weiß nicht, wie viel Geld wir bald noch haben, wenn wir so viele Truppen ausbilden müssen. Hier ist leider nicht Wendet viel. euch nicht an mich, ich antworte einem höheren Herrn. So, hier, ja, wir müssen halt überall noch Truppen ausbilden können. Können wir leider nicht. Dann machen wir mal weiter. Wir kommen euch Kunde zu bringen. Handelsrechte, sehr schön. Hervorragend. Ihr habt Angebot noch eine Idee? abgeben. Einmalige Sicher hört ihr Zahlung. zu. Ich weiß nicht, ob Sie das annehmen, aber wenn man jetzt Ihnen ohne Forderung einfach so Das gibt. können wir so nicht Ja, annehmen. Sie nehmen es nicht an. Oh, Beziehungen aber perfekt. Okay. Schaffen wir ein Bündnis? Bestimmt noch etwas nützlich. Reden wir nicht mehr darüber. Ach, Ihr schade. scheint sehr Aber verständlich. knapp. Lebt wohl. Ja, hier haben wir halt Revolte, aber nur weil ich abgezogen habe, Truppen. Macht nichts. Solche Revolte sind für mich eigentlich nichts. Ja. Wir haben ja den Hafen hier gemacht. Jetzt müssen wir unbedingt die Ratskammer machen. So. Wir können hier ein paar Bauern ausbilden. Die sind günstig. So. Wem stehe ich Und hier gegenüber? müssen wir Ja. irgendwie rüberkommen. Eure Befehle. Volle Segel. Gebt den Befehl. Meine Herr. Der ist im Weg.
Ein maurischer Diplomat wird nicht kommen. Ja, sicher. Können wir jetzt den nicht drüber tun? Ja, da müssen wir halt noch warten. Oh, jetzt sieht es nicht mehr so gut aus, aber ja, egal. Wir haben 57.000 Gold. Das ist doch sehr... Ah, falsche Taste. Also, zu weit unten gedrückt. Eben hier haben wir die Ortswache. Aha. Okay, dann war der Hafen eine Runde zuvor. Hier müssen wir unbedingt ausbilden. So. Dann haben wir hier wieder einen Priester. Und wir haben ja gesagt, dass wir hier Attentäter ausbilden sollen. Die sind nämlich hier. Dann probieren wir mal mit dem Bischof hier. Oh, der hat nur 55. Wenn wir mal den hier angreifen. 94, sehr gut. Und Russland ist mit dem Heiligen Römischen Reich im Krieg. Und Königreich Portugal hat ein Bündnis mit Königreich Frankreich gemacht. Okay. Und hier blockieren für die Mission. Dann werden wir B19 speichern, angreifen. Gott ist mit uns, Männer. In die Schlacht. Was? Natürlich. Nee. Spielstand laden. Das ist jetzt also das ist ja unmöglich, dass sie so viel Verluste haben. Nee, das kann ich nicht annehmen, das muss ich selber machen. Also so schlecht kann man doch nicht das auswürfen lassen. Wir werden sie ehrenhaft bekämpfen, Herr. Gott segne diese Belagerung, mein Herr. Das sind nur 500 Männer. Was ist denn so schlimm? Wahrscheinlich sind sie alles in dieses Pech hereingelaufen, die Pechfallen an den Mauern. Oh Gott, oh Gott. Gut, zum Strecken solche Ladebildschirme. Positionierung starten. Die Speerträger natürlich nach vorne. Dann die Bogenschützen dahinter, das Katapult kommt hier hin und die zwei Onager hier. So, dann kommt noch der Reiter hier hinten. Dann haben wir eigentlich alle. Ja, Schlacht starten und ihr greift das Tor an. Ah, die Bogenschützen können schon angreifen, sehr schön. Dann lassen wir die Bogenschützen mal so richtig. Aha, von oben kommen die Pfeile. Ja, aber treffen ist Kunst. Okay, eins haben wir getroffen, zwei haben wir getroffen. Was sind das? Das sind Sklaven, was haben die? Die haben nur Dolche. Und die haben auch Dolche. Das sind ja ganz leichte Truppen. Wieso haben wir denn so viel Verluste? Wenn die überall hier nur... Okay, wir lassen sie ein bisschen schießen. Wir werden die Bogenschützen noch ein bisschen nach vorne tun. So, damit sie auch angreifen. Ach komm, die da vorne sehen. Das sind ja unsere Elite-Truppen. Die können eigentlich auch angreifen. Aber nicht auf die Mauer, sondern auf die Lauer. Bei allen Heiligen, die Tore des Feindes sind... Noch ein Stein kommt. ja, halt hier hin. Hu. Ah, das sind die. Sehr schön, wenn die treffen. Das macht Aua. Aber treffen
nicht so nah. Oh, hat es hier viele Verluste. Sehr schön. Ah, getroffen. Ah, super. Ah. Das tut gut, wenn die treffen. Hier sind ein paar im Pulk, wenn die treffen könnten. Es sind gar nicht große Mauern. Ich dachte, das sah auf der Ding eher nach Ding aus. Nach Steinmauern. Was ist jetzt los? Genau, aber schießt richtig. Oh, die kommen. Die kommen direkt. Nein, zu weit. Zu weit noch, zu wenig weit. Komm schon drüber, drüber. Schießt drüber. Ja, oh, nicht immer. Doch einen getroffen. Ha, der Fell. Ah, jetzt der. Cool. Die Feuer, die machen richtig fett Schaden. Du Katapult, du kannst mal die angreifen. Komm schon, ein guter Schuss. Die müssen zuerst mal ein bisschen üben, ein bisschen mehr Erfahrung bekommen. Oh, was wird jetzt angegriffen? Hab nicht im Ernst daneben geschossen. Die haben wirklich hier reingeschossen. Oh Gott. So, jetzt reicht es. Wir greifen an. Aber ohne die schießen. Ja, ohne die schießen. Wie wär's mal mit vorwärts machen? Vielleicht brauchen wir sie später nochmal. Dann ohne die schießen. Wir werden jetzt die ganz hinten hin tun. Damit sie ja nicht mehr schießen. Und jetzt nehmen wir die Bogenschützen. Und gehen auch nach vorne. Ah, nicht die. Ah. Die nicht mehr. Die habe ich vergessen abzuwählen. Nur die Bogenschützen kommen jetzt nach vorne. Machen wir eine Gruppe. Und ihr greift die dahinter an. So, jetzt los. Nicht dudeln. Angreifen. Wir werden angeschossen. Wir haben die Mauern des Feindes eingenommen. Oh, die werden alle erstochen. Oh, shit, sind die stark. Die Schlacht steht zu unseren Gunsten. Die werden wir dann als Truppen in Städten machen. Mit den Bogenschützen zusammen in die Städte reintun, damit wir eine gute Stadtverteidigung haben. Weil die an den Toren sind eigentlich unschlagbar. Oh, gibt das viele Köpfe mit Pfeilen durchschlagenden Truppen. Der Pfeilregen, der ist unbesiegbar. Dann werden wir ja mal die auf diese Truppen setzen. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Hier sind wirklich alle. Nur diese Leichen. Wir verlieren eigentlich recht wenig von den
Oh Gott, sterben die wie Mücken. So, dann kommt mal bitte rein, sonst trefft ihr noch mehr Pfeile euch. So, alle reinkommen. Sehr gut. Nicht hierhin. So. Und die gehen jetzt nach vorne. Ab einen Bogenschützen möchte ich noch hier lassen. Oh, Speerträger gegen Ding. Ah, die werden immer noch angegriffen. Und dann kommt ihr hier hin. Die Türme können ja auch nach innen schießen. Bei Rome Total War war das so, wenn wir drinnen waren, haben die Türme nicht mehr geschossen und hier schießen sie noch. Oh Gott. Die sterben wie die Mücken und jetzt ist der General auch noch tot. Ja, ihr müsst nicht mehr schießen, geht einfach hier hin. Kein Problem, die Reiter haben keine Chance gegen unsere Speerträger, die sind sehr, sehr gut. Gott, oh Gott, sind die gut. Und jetzt haben wir irgendwo noch ein paar Truppen. Wo sind die Flaggen? Ich sehe ja keine Flaggen. Das müsste hier sein, irgendwo. Ja toll, wo? Ich sehe das nicht. Ich sehe keine Truppen. Die müssten irgendwo hier sein. Wieso sehe ich keine... Ah, jetzt haben wir sowieso die Zeit ist abgelaufen. Und jetzt können wir die Schlacht eigentlich beenden. 88, nicht 813. So macht man einen Krieg, Herr KI. Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben einfach mal 10 Mal weniger Verluste gehabt, als bei der ersten ausgewürfelten Schlacht. Gott, oh Gott. Und ausrauben, bitte. Unser Mut hat gesiegt. Diese Länder gehören nun euch, Herr. So. Orthodoxe Kirche, bitte. Damit wir... Ah, wir können schon einen Diplomat ausbilden. Dann brauchen wir hier eigentlich... Ja, hat es gar keine Kirche. Scheichstelle. Oh, byzantische Kavallerie, Skyption. Was wie die heißen? Skytikon. Dann machen wir hier noch einen Kaufmann. Und haben jetzt schon wieder ein neues. In jeder Runde ein neues Gebiet. Das ist doch toll, oder fast in jeder Runde. Dorthin kann ich nicht reisen. Dann gehst du halt nicht dorthin. Aber halt die Fresse. So. Ja, der ist nach oben gegangen. Lassen wir den. Wir brauchen die Ming-Dynastie nicht. Für unsere Zweck. Für unsere Welteroberung. Oh, Venedig ist ja mega gut. Die haben Truppen. Das ist mal geil. Wolltet ihr wirklich mit mir reden? So, Armee ausbilden bitte. Euer Volk besteht einzig und allein aus Gotteslästerern. Ah, geh doch mal weg. Euer Volk besteht einzig und allein aus Gotteslästerern. Ja, ja, sicher. Was ist das, Ungarn? Die haben Gotteslästerer. Wir haben ja orthodox, genau. Ist doch eine gute Religion, das sind doch keine Gotteslästerer. Niemals. Das lasse ich nicht zu. Du gehst nach Nizza, genau. So, nicht nach Nizza, sondern Nizza. Nizza ist irgendwo hier. Oder, weiß nicht, irgendwo in Italien. Und, ist halt eine andere Stadt, die es wahrscheinlich im Mittelalter noch nicht gab. Und hier haben wir schön Handelsrouten überall hin. Hier auch. Wir handeln jetzt zum Beispiel mit Venedig, das ist klar. Hier auch mit Venedig. Und ja, hier mit uns.
und hier mit den Russen. Wie gut ist jetzt eigentlich ein Ding noch Osmanisches Reich? Die waren eigentlich immer recht gut. Und wieso nehmen wir wahrscheinlich wegen der Militärstärke, die wir halt wegen vieler Verluste. Ja. Also die gehen jetzt runter. Bis sie aussterben. Oder wir lassen sie vielleicht noch ein bisschen am Leben, aber nur in einem Gebiet, wo es keinen Hafen hat. Oder der Hafen irgendwo zum Kaspischen Meer gehört oder hier unten zum Roten Meer. Weil wir werden alle Häfen haben, aber wir wollen noch ein paar Leute zum Spaß haben, am Leben halten. Sie dürfen angreifen, wir verteidigen es einfach und irgendwann sterben sie auch. So komm, Waffenstillstand. Entschlüsseln abgelehnt. Einmalige Zahlung. Ich gebe euch 1000 für Forderung Waffenstillstand. Okay, für Waffenstillstand. Das nehme ich mit größtem Vergnügen. Okay. Jetzt habt ihr 1000 mehr Gold. Ich habe einen Waffenstillstand. Jetzt werde ich die Beziehung von denen Ding, weil die sind sehr gut, die Truppen und so. Und werde sie dann irgendwann am Schluss angreifen wieder. Euer Befehl? Bin unterwegs. So, wir haben ja eben diese Attentäter, der muss nächste runter, den dürfen wir nicht vergessen. Den Kaufmann töten. Dose. Nö, die greifen die Stadt an. Dann greifen wir halt auch an. Oh. Mein Herr. Ungarischer Kaufmann. 24. Lassen wir den noch drin, aber den Diplomat werden wir jetzt hier hin tun. Spionieren. Wir werden. Schafft er eigentlich bis dorthin? Ja. Eure Majestät, Befehle? Dann werden wir mal mit den Katapulten und so angreifen. Er teilt mir einen Befehl. Eure Majestät, Befehle? Gott ist mit Ach Gott, oh Gott. In die Schlacht. Das schafft er nicht. Rekrutierung, wir können nichts rekrutieren. Dann geht ihr hier. Ah, oh, schaffen wir auch nicht. Wir sind jetzt ein bisschen schlecht dran. Okay, aber wer die Stadt wird revoltieren? Okay, na, Ding ist ja dran. Der Tempel. Volljährig. Ah, nein, nicht volljährig. Gefolge vergrößert sich. Aha. Ja, hier haben wir ein Ding gemacht, ein Schmied. Machen wir eine Fruchtfolge. So. In Konstantinopel machen wir doch gerne mal einen Kornmarkt. Er ist so eine große Stadt und er ist ein Kornmarkt. Hier haben wir schon mal Ding, jetzt können wir den Hafen machen. Oder Rathaus zuerst. Sehr wichtig. So, die KI sind irgendwie diese Gebäude zu teuer, dass sie die Städte nicht weiterbilden, wenn man sie kann. Aber für uns nicht. Wir haben doch eine Mission. Ziel Belgrad. Für 3 Runden, oh Gott. Also, dann werden wir mal die angreifen. Sehr schön. Hahaha. Und jetzt unbedingt den Guten hier runter machen, den angreifen. Oh ja,
den angreifen. Und hier den zweiten hier nach oben nach Belgrad tun. Sehr schön. So können wir nochmals den Ding aus, weiter ausbilden, wenn wir. Soll ich jemanden aufsuchen? Selbstverständlich, mein Herr. Bin unterwegs. Wenn wir den angreifen, den töten, dann haben wir hier schon mal weniger Unruhe durch die Religion. Und ja, mein Herr. Setzen den Kurs. Volle Segel. Und eben der Ding. Der Attentäter ist besser ausgebildet. Also bekommt wieder ein paar Boni selber wahrscheinlich. Das ist nicht möglich, mein Herr. Den müssen wir so oft, so lange wie möglich am Leben halten, so viele wie möglich töten. Damit er ein Kaufmann kann man nicht ansprechen, schade. Ja, damit er einfach so stark wie möglich wird. So viel lernt wie möglich. Okay, hier ist eine Rebellenstadt. Seit wann ist's? Haben die rebelliert? Wahrscheinlich schon. Denen Gott geht's wahrscheinlich nicht so gut. Hier ist Dresden. Und hier unten ist auch nochmal Venedig. So, den haben wir ja. Da können wir eigentlich schon weitermachen. Haben wir das Schiff noch? Dann werden wir diese Stadt mal ein bisschen belagern. Also Hafen blockieren. Und ich denke, wir haben alles, was nötig ist. Wer hat euch enttäuscht? Wer hat euch enttäuscht? Also nochmal speichern, wir können den überschreiben. Und jetzt weiter. Also mit den anderen Tätern wird das Spiel schon viel einfacher, wenn sie dann Netzes reißen können. In Aufstand, ja, ja. So, wir werden mal die Diplomaten hier weiter bewegen. Und der bleibt bei uns. Die sind weg. Wieso sind die weg? Dann gehst du mal hier hin. Und wir gehen weiter. Die sind jetzt dorthin. Sollen wir die angreifen? Wir greifen die an. Eurem Segen ziehen wir in die Schlacht. Was? Das ist doch lächerlich. Oh Gott. Schlimm. Wir sind geschlagen. Gott möge euch Mut schenken. Das ist doch schlimm. Sau schlimm. Gott, oh Gott, was ist denn mit der Ding los? Automatischen Berechnung. Oh Gott. Also, dann halt nochmals. Ja, wir müssen zuerst eine Runde weitermachen. Also, jetzt werde ich nicht mehr auswürfen lassen. Wenn es so weitergeht, ist das wirklich schäbig. Ja, Herr. Wem stehe ich gegenüber? Auf dem Weg, mein Herr. So. Wen habe ich jetzt rein. Hey, das letzte Mal wurde der gelb. Brunnen, unbedingt Brunnen. Wahrscheinlich wegen den kaputten Gebäuden. Die funzen dann nicht mehr so. Selbstverständlich, mein Herr. Oh Gott. Wir müssen an Geld kommen. Gemeine Anführer. Kioskregister, sehr schön. Eine Taverne.
die bilden die Attentäter nicht aus. Werden wir hier mal eine Ikonenkunst machen oder werden wir hier einen Schützenplatz? Ja, einen Schützenplatz. Thessaloniki. Da können wir mal ein Bordell machen. Nein. Hier bauen wir. Wir brauchen unbedingt mehr Einnahmen dann. Werden wir dort. Wieso haben wir hier nur noch ein Ding gehabt? Nur niedrig. Einen Priester, bitte. Was haben wir hier? Ah, den Kaufmann noch. Aber eben der ist im Weg. 24, 48. So. Der Attentäter muss ja hier hin, der haut ab. Ich wette, der haut ab. Sehr schön. Niemand legt sich an mit meinem Attentäter. Niemand. Krieg erklärt. Könige Schottland und Könige England haben die auch mal Krieg. Es gibt leider keinen Film. Plus zwei. Plus zwei Furcht. Nicht die Stadt. Die Stadt wäre noch zum Anschauen. Einen Priester haben wir hier schon. Dann werden wir mal direkt hier durchgehen. Wir werden sie aber nicht angreifen. Wir zeigen uns öffentlich. Bilden aber hier noch ein paar Truppen aus. 554 Unterhalt pro Monat. Oh Gott, aber. Turko Polen, Turkomenen. Die sind alle zu teuer. Schiff können wir auch. Wir brauchen Nahkämpfer, aber haben wir hier nicht so gut. Naja, nehmen wir ein paar Gazis. So. Und jetzt, hier könnten wir noch ein paar Truppen weiterschieben. Erteilt mir einen Befehl. Eure Majestät, vorwärts! Heute! Lasst mich zuschlagen, Herr! Ja, Herr. Bilde eine große Kampf. So, und die anderen haben nur wenig Truppen, die lassen wir. Ja, und jetzt? Wer hat euch enttäuscht? Jetzt gehen wir mit dem noch ein bisschen weiter. Und Brian ist schon wieder rot. Ein Priester, bitte. Hier haben wir zwei Priester, da können wir einen schon hier oben machen. Hier haben wir jetzt 48% schon, sehr schön. Ja, jetzt gehen wir nach oben hier. Selbstverständlich, mein Herr. Dann gehen wir mit dem nach Litauen. So. Mit dem Spion gehen wir jetzt das Deutsche Reich auskundschaften. Dann zum Königreich Frankreich. Und mit dem gehen wir nach unten, schauen Sizilien an. Sehen wir schon, also gehen wir oben durch. So, und ja. Dann war's das wieder mit dieser Aufnahme und wir sehen uns in einer nächsten Aufnahme wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Conquer the World. Tschüss, bis dann.